Oh nee, Mann. Schatz, Fußball mit den Kids wird leider nichts dieses Wochenende. Tut mir echt leid, sorry.73% aller Beschäftigten in Deutschland leiden täglich mindestens 2 Stunden unter hohem Stress und starkem Arbeitsdruck. 80% aller befragten Beschäftigten benennen mindestens eine körperliche Beschwerde aufgrund von Stress. Knapp 14% aller betrieblichen Fehltage gingen 2012 auf psychische Erkrankungen zurück. Damit hat sich der Anteil seit dem Jahr 2000 verdoppelt. Wie kommt es zu einer solchen Entwicklung? Das US-Arbeitsministerium schätzt, dass heutige Studenten 10 bis 14 Arbeitsverhältnisse haben werden, bis sie 38 Jahre alt sind. Wussten Sie, dass die 10 gefragtesten Arbeitsverhältnisse im Jahr 2014, 2004 noch gar nicht existierten? Es wird geschätzt, dass die New York Times binnen einer Woche mehr Informationen liefert, als jemand im 18. Jahrhundert in seinem ganzen Leben hätte erfahren können. Der Leistungsdruck, die Komplexität, die Geschwindigkeit von Informationen und die damit verbundenen persönlichen Belastungen für unser Leben steigen täglich an. An diesen gesellschaftlichen Herausforderungen zu arbeiten, hat sich Stress Butler zur Aufgabe gemacht. Achtung! Jawohl, klappt doch super! Jawohl, perfekt!